Oh, habe ich geschlafen? Zum Glück hast du mich geweckt. Ich habe geträumt, Hyrule läge in Trümmern. Zelda, meine liebe Tochter, was hat sich zugetragen, während ich schlief? Ganz viel. Ich verstehe. In unserer Familie wurde eine ganz besondere Waffe von Generation zu Generation weitergegeben. Wenn du die Prüfung in der Schatzkammer überwinden kannst, gehört sie dir. Halte Octavo damit auf. Okay, auf geht's. Dann machen wir die Prüfung. Wahrscheinlich müssen wir die jetzt mit Zelda machen. Oder auch nicht. Ui. Ach, guck mal. Ach, guck. Aha, lila. Aha, ja, okay. Die lilanen Flammen können uns nicht schaden. Als Zelda und die grünen als Link nicht. Coole Sache. Oh Gott, ich muss hier aber... Oh Gott. Alter, what the fuck, Alter. Wie soll ich jetzt da rüberkommen? Hä? Oh Gott, ich soll eine Brücke bauen, oder wie? Ach du Scheiße. Okay, pass auf. Pup. Das hatte er damit gemeint, der Wächter, nämlich gerade. Wenn er lila trägt, macht lila keinen Schaden. Wenn grün, dann grün nicht. Das ist mir vorhin auch schon irgendwie aufgefallen, aber ich habe es noch nicht ganz verstanden gehabt, dass mir grüne Flammen doch keinen Schaden gemacht hatten. Ich muss hier raus. Ciao. Ich komme hier nicht mehr raus, lol. Dann halt so, haha. Hä? Ja, ja, es stimmt ja an sich, aber an sich halt sonst, es gibt ja nichts in der Eingangshalle, was er gemeint hat oder so. Upsi. Und einmal hier rein, einmal heilen. Danke. Und zurück ins Schloss, würde ich mal sagen. Ja, ist okay. Bla bla. So, zack. Und einmal rein. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Der König hat eine wichtige Waffe für uns. Aber was müssen wir hier tun? Wir können die Kisten nicht nehmen als Brücke. Das ist seltsam, um ehrlich zu sein. Wenn ich den Schalter betätige, dann werden es mehr, nicht wahr? Ach, guck mal, die greifen sich gegenseitig auch an. Vielleicht so? Nein. Ja, der ist weg. Vielleicht kann ich hier aber auch mit... Ja, okay, das passt schon. Wir müssen einfach nur... Dann passt das ja. Ja gut, aber die kann ich jetzt nicht besiegen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die besiegen muss. Ha! Kann ich mich nicht einfach rüberziehen? Nein. Gut, dann nicht. Hoppla! Ah. Ja. An sich hattest du schon recht. Jetzt weiß ich aber immer nicht, wie ich hier rüberkomme. Ach so, jetzt. Nein. Ach, du bist doch ein Hirsch. Aber ich komme hier nicht... Ich kann mich ja nicht so bewegen. Hä? Hä, wie komme ich jetzt darüber? Hä? Wie? Was? Weil das geht ja nicht. Hä? Hä? Oh Gott, bin ich... Nee, das geht ja auch nicht. Nee, das geht ja nicht.
Wie komme ich darüber? Habe ich es jetzt verkackt? Ich brauche bestimmt die Kisten. 100 Pro. Lul. Hä? So eine Scheiße. Wahrscheinlich hätte ich mich darüber ziehen mit. Oh mein Gott, ich verstehe es, glaube ich. Ah. Muss ich jetzt nochmal? Die Kisten sind weg. Wieso sind die Kisten weg? Hä? Das kann doch nicht sein. Das ist nicht gut. Kann ich? Nein. Gut. Ich wollte den Sumaria-Felsen packen und rüberwerfen, aber das geht nicht. Okay. Haben wir jetzt ein kleines Problem, habe ich gehört. Ja. Das ist schlecht. Was ist das? Ach, lol, ach, das kann Zelda. Ach, jetzt peile ich das. Ach, das ist ja geil. Okay. Sie ist mächtiger, aber schwieriger. Wieso haben wir jetzt drei Zahnräder? Hä? Woher haben wir denn die drei Zahnräder? Okay. Okay. Ja, gut. Okay. Ich habe jetzt trotzdem ein Problem mit dem Käse hier. Das ist jetzt gar nicht mal so... Ich hab's verkackt, oder? Jetzt sind sie wieder da. Hä? Gut. So einmal. Das ergibt ja auch keinen Sinn. Eisi! Hey, Hallöchen! Einen wunderschönen guten Abend! Danke für den Host, mein Bester. Ja, Mensch. Moin! Ich wollte dich tatsächlich hosten, wenn du später eigentlich noch live gewesen wärst. 21.20 Uhr, ja okay. Du musst los, ne, glaube ich. Kann das sein? Ja, moinsen. Danke für den Host. Dankeschön. Und willkommen an alle. Und Hallöchen Dark. Und Hallöchen Käse. Na? Alles fit bei euch? Wir sind hier gerade schon in Schloss Hyrule, also endlich mal so Richtung Finale von dem geilen Spiel. Ne? Ich versuche hier aber gerade noch ein Rätsel zu lösen, was ich aber hier nicht ganz verstehe. Das ist sehr merkwürdig. Nee, ich kann die Instrumente nicht benutzen. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich da rüberkomme. Hallöchen Marvin. Marvin, der Streamer. Ja, moin. Das ist echt seltsam. Ich meine, was soll mir das auch bringen, die zu dingsen? So, Gurkenpower. Oh, Eisi, danke für den Resub. Schon im zweiten Monat. Dankeschön, mein Bester. Danke, danke. Gurkenpower, ja, Mann. Oh, schön, danke für den Sub. Oh, das freut mich. Und Marvin, dankeschön für den Follow. Willkommen beim Gecko-Rudel. Eisi, mitten im Satz abgebrochen beim Haus. Ja, moin. Tja, Eisi, was ist da los? Jetzt musst du uns das erklären. Was wolltest du denn da noch sagen? Jo. Oder deinen Zuschauern. Eher. Also halt, ne? Aber ich frage mich jetzt wirklich immer noch, wie ich das bitte machen soll. Was ist, wenn ich... Okay, das geht nicht. Hä? Ich kann mich da nicht rüberziehen. Und da kann ich auch nicht rüberwerfen. Das reicht nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Iski Lazy, denke ich mal. Ich hoffe, ich spreche dich richtig aus. Da, aber auch dir, Dankeschön für den Follow und willkommen beim Gecko-Rudel. Dankeschön. Ach, wie schön. Hä, der eine wurde zu... Okay. Okay, moin. Umgibt mich. Und Dirki, danke für den Host. Mensch, was ist da los? Dankeschön. Klinge in meinen... Was, Käse, was? Was? Klinge darf deine Löcher stopfen und ich nicht. Käse, da müssen wir nochmal reden. Was ist da los? An dir lutsche ich nicht mehr rum.
Was? Gurkenhype, oh geil. So, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was ich mit den scheiß Kisten hier machen muss. Mann! Doch, warte. Vielleicht? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, ich, Bombenpfeile gibt's ja nicht. Ha. Mit Zeldas Zauber hätte ich es wahrscheinlich hinbekommen. Wetten? Oh! So geht's auch! Oh moin! Danke! Perfekt! Oh, geschafft! Woo. Ha! Geil! Geht auch nur mit einem Pfeil. Sehr schöne Sache. Sehr schöne Sache. Ich hab's halt mal ausprobiert. Schön. Du hast ja wieder den Standard-Sound bei den Followern. Was? Wie, ich hab den Standard-Sound drin. Warte, Moment. Das muss ich jetzt testen. Das war ich aber nicht. Das war dann Streamlabs. Was soll denn der Scheiß? Und hier ist das jetzt auch raus. Hier nicht. Hä? Was soll denn der Kack? Die Aura umgibt mich. Das auch? Oder war das... Was hatten wir denn beim Follow-Sound? Was hatten wir denn da? Egal. Okay, egal. Das ist in Ordnung. 15 Zuschauer, was ist denn hier los? Das Gecko-Lied. Nee, gar nicht, das haben wir doch beim Haus, also beim Abo. Das haben wir doch beim Sub, wir können das doch nicht doppelt haben. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Egal, gucke ich mir nach dem Stream an, das mache ich jetzt nicht. Aber gut, gut, danke für den Hinweis, ich guck da mal, keine Ahnung. Was weiß ich. Wackelt das Bild nur bei mir ab und an? Wackelt das Bild? Wie meinst du, die Facecam oder was? Das kann passieren, wenn ich da so gegen den Tisch komme oder irgendwas, vielleicht, eventuell, aber sonst wackeln irgendwas eigentlich nicht, nee, irgendwie eher nicht. Bei mir nicht. Bei mir wackelt... Was? Ach, schön. Boah, so viele Leute heute. Voll schön. Ich geh mal Duschi machen, boah, mach das. Ja, das mache ich heute wahrscheinlich auch noch, ey. Es ist so heiß schon wieder. Dirk hat das ganz anders gelöst. Ja, okay. Ja gut, ich hab's jetzt so gemacht. Kann man auch so machen, nicht? Der Königsrapier. Aha, nur... Ach, das kann Zelda führen. Füge Gegnern in einem Abstand von 2 Feldern 2 Punkte Schaden zu, mache einen Ausfallschritt vorwärts. Einen Punkt Schaden, wenn sich der Gegner direkt vor dem befindet, Gegner in der Nähe werden zurückgeworfen. Seit Generationen im Besitz der Königsfamilie von Hyrule gewährt es in Zeiten der Not einem königlichen Nachfahren heldenhafte Kraft. Ja, nice. Danke dafür. Das ist also eine Zelda-Waffe. Okay. Dankeschön. Das ist dann wahrscheinlich die stärkste Waffe für Zelda. Nice, nice. Das war's dann auch schon. Ja, okay. War ganz cool. Und wie komme ich jetzt wieder zurück? Ach so, natürlich. Okay, tschüss. Ja, war halt jetzt eine Zelda-Mission. Okay, cool. Coole Sache. Die Wachen konnten Octavo nicht aufhalten. Er hat das Schloss übernommen. Gegen seine Magie sind meine Männer hilflos. In der Tat? Okay, tschüss. Ich glaube, mehr gibt's hier nicht, oder? Oh. Wo ist der Tauschbutton? Honani! Jaha! Meine Herren. So. Tschüss. Hallo, Link. Aber hier waren wir ja auch schon drin. Ne, wir haben alles gemacht. Auf zum Boss, hä? Okay. Okay.
Oh, viel Spaß, Alsi, mit mir. Oh, du nimmst mich mit in deine Dusche, geil. Sehr schön. Ach du heilige Scheiße. Wo bin ich denn? Sag mal, sind das diese Aufsteller? Sind das Monster aus Crypt of the Necrodancer? Kann das sein? Ich kann die Wirbelattacke nicht machen. Danke dafür. Was wollt ihr denn? Boah, die Musik ist so geil schon wieder. Oh. Upsi. Oh, wie geil. Jetzt ist einfach stumm. What the fuck? Ich bereitete meine Instrumente darauf vor, es mit Ganon aufzunehmen, doch dann ergab sich eine unerwartete Wendung. Wie dem auch sei, diese Instrumente gehören mir. Oder bist du etwa das Instrument, das ich mir erhofft hatte? Finden wir es heraus, ob du der Held von Hyrule bist. Bereite dich vor. Da sind Zuschauer. Octavo. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja, das sind die Sprites aus Necrodancer. Sehr geil. Habe ich mir schon fast gedacht. Was? What the fuck? Hä? Aua. What the heck? Okay, Concentration, Leute. Concentration. Wie geil ist er? Ja, genau! Bitte übertreiben Sie ganz doll! Sonst hackt's dir aber, ja? Verstehe. Au. Ah! Na warte. Egal. Oh no! Das sieht überhaupt nicht gut aus. Hab ich dich. What the fuck? Woher kommt denn dieses Portal? Was habt ihr getan? Ihr Narren, ohne meine goldene Laute werden wir gar noch nie besiegen können. Jetzt bleibt uns nur noch eine Hoffnung. Was ist geschehen? Oh! Ich hab die erste Phase irgendwie geschafft. What the fuck? Ich bin nicht gestorben. Oha! Aber ich werde gleich sterben. Das sehe ich schon kommen. Oh! Die Bossmusik ist echt super. Ach, wie geil war das denn gerade? Ah. Dankeschön, Eisi. Ja, viel Spaß dir. Ja, ne, als würde ihr ein Konzert geben. Ist voll die geile Idee einfach. Wow, wow. Okay, weiter geht's. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das bedeutet, wir sind in meinem Pornokeller. Was? Nach einem Portal? Ob es wohl in die Heimat von Kadenz führt? Oder ganz woanders hin? Wir müssen es herausfinden. Aber erst lausche ich der Musik. Die ist ja geil. Du, 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 du.
Schön. Okay, ab nach drin. Was zum Chrono-Trigger oder was? Was? Eine Zeitreise oder wie? Was? Der Traum vom König ist wahr geworden. Das Schloss ist zerstört. Was? Ich grüße dich, Kind des Schicksals. Ehrlich gesagt hätte ich dich früher erwartet. Wo wir sind? Die bessere Frage wäre, wann? Aus deiner Sicht sind wir im Hyrule der Zukunft. Der Zukunft? Ganondorf herrscht jetzt über Hyrule. Er hat eine goldene Laute gefunden, die in zwei Stücke gebrochen war. Er konnte sie reparieren, aber mit der Zeit hat sie ihn verändert. Ihre Kraft hat ihn wahnsinnig gemacht. Nun ist er ein Sklave ihrer dunklen Melodien, das Ungetüm von Hyrule. Dein Schicksal ist, dieses Labyrinth zu durchqueren und den Schlosshof zu erreichen. Dort wirst du dich Ganon stellen. Diese Weissagung war ausnahmsweise umsonst. Dankeschön. Wie bitte? Wie lange diese Zaubertränke schon hier herumstehen? Die werden immer frisch zubereitet. Gerade letztens erst habe ich sie neu angesetzt. Okay, dann danke dafür. Okay, wie geil. Remix mit Dark World. Also das ist so super. Ne, A Link to the Past, ich hab schon erkannt, ne? Mega krass, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Als ob es jetzt einfach noch weitergeht. Was ist das Portal? Da geht's zurück? Da geht's zurück. Okay. Hey, boah. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Hey, als ob. Wie krass. Wie krass. Einfach in die Zukunft gereist. Ach, scheiße. Ja, ist ein bisschen wie in Breath of the Wild. Irgendwie ein bisschen, ja. Aber auch wie... Ja, Ocarina of Time eigentlich auch, oder nicht? Oder nicht? Ach, keine Ahnung. Bitte nicht sterben. Alter, wie geil ist denn dieser Mix? Oh, ich bin so ein Dorfsäcker. Alter, wie geil. Was? Fragerach? Du hast Fragerach erhalten. Füg 2 Punkte Schaden zu und kann Schilde durchdringen. Greif Gegner auf allen 3 Feldern vor dir an. Dieses legendäre Schwert soll mit einer unaufhaltsamen Klinge versehen sein, vor der kein Gegner bestehen kann. Das klingt doch geil. Ach, hier. Wann ist dieser Slot mal voll? Ich versteh's nicht. Okay, probieren wir es doch aus. Da kommen wir nicht durch. Oh nein, ein Leune. Au. Hör auf damit. Nee. Oh, Mann, no. Scheiße.